Hallo, hier ist Alex von Easy Van Life. Auch Ende März 2021 haben wir hier im Schwarzwald noch deutliche Minustemperaturen und wie man sieht auch noch jede Menge Schnee. Wir stellen euch heute mal den größten Escander Easy Van Life Camping Bulli vor, den wir im Programm haben. Logischerweise dann ein langer Radstand. Wie man hier sieht, dann mit einem Aufstelldach für einen langen Radstand dabei. Das Fahrzeug ist 40 cm länger wie der normale kurze VW-Bus, also 5 Meter kurz oder 5,40 Meter. Bringt natürlich jede Menge mehr Platz und das zeige ich euch jetzt. Ja, jetzt auch schon, wenn ihr hinten rein schaut, seht ihr jetzt die Lounge nicht aufgebaut, sondern zusammengeklappt und man hat hier die komplette Länge von der Durchlade. Das ist also die 40 cm mehr. Machen da schon jede Menge aus. Gehen wir mal außen rum und fahren jetzt mal da hinten durch. Also da kann man schon lange Fahrräder, Longboards, lange Surfbretter, was auch immer, unterbringen. Was wir noch beim langen Radstand haben, hier haben wir eine Variante, die mit unserem bekannten Küchenblock schon ausgestattet ist. Dazwischen haben wir immer noch so ein Ergänzungsmodul. Das ist jetzt ein bisschen, ich mache mal hier auf weit, da sieht man glaube ich ein bisschen besser. Ja. Da hat man halt nochmal richtig Stauraum nochmal zusätzlich dabei. Ich mache es mal auf. Da bringt man halt die ganze Küchenutensilien und Wasserflaschen und was auch immer ganz gut unter. Weiter, was auch ganz geschickt ist, man hat hier oben wirklich eine gute breite Arbeitsfläche. So. Ja, auch wenn man jetzt hier hochguckt ins Aufstelldach, also man hat da gute 2 Meter, vielleicht sogar 2,20 Meter Stehhöhe drin. Das ist also für jedermann bequem. Und jetzt hier direkt am Küchenblock an der Seite, ich klappe gleich nochmal auf, das sieht man es nochmal ein bisschen besser, kann man auch bequem dann quasi im Fahrzeug dann mal sich seine Spaghetti zubereiten. Oben die drei Fenster, die man sieht, die mache ich jetzt nicht auf, aber da ist links und rechts sind Fliegengitter noch davor, die kann man aber komplett aufmachen. Und vorne ist eine Plane, eine durchsichtige. Und wenn man die auf hat, hat man es also wirklich richtig hell hier im Auto. Jetzt hier mit aufgeklappten Küchenblock hat man halt hinten eine super Ablage. Man kann, hat hier Edelstahl, Spülbecken und unseren Kartuschenkocher. Hier auf der hinteren Seite kann man dann noch den Tisch aufklappen. Das mache ich jetzt gleich auch mal, dann sieht man es direkt. So, jetzt mit aufgeklappten Tisch gehen wir mal hier rein, damit man noch ein bisschen besseren Überblick hat. Also hier hat man jede Menge Möglichkeiten, schön was zu kochen. Und natürlich kann man den Küchenblock auch ganz einfach rausdrehen. So hat man dann die Chance, auch seine Sachen, gerade wenn man Fleisch brät oder irgendwas anderes quasi in der Pfanne macht, dass man den ganzen Geruch nicht über Wochen dann im Bus mit sich rumschleppt. Jetzt auch mal mit ausgeklappter Lounge mal von innen gezeigt. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen, ist mit dem Gegenlicht nicht ganz so geschickt. Aber hier hat man jede Menge Platz. Die 40 cm, die man jetzt hier beim langen Radstand mehr hat, ist geeignet für einen Porta-Potti zum Beispiel. Für einen großen Kühlschrank kann man reinstellen, 40 Liter, vielleicht auch einen größeren. Stromversorgung wie gewohnt und am Fahrersitz. In dem Fall haben wir hier auch noch einen drehbaren Beifahrersitz. Geht natürlich auch für die Doppelsitzbank, das sieht man in anderen Videos von uns. Jetzt mache ich hinten mal zu, damit man es auch nochmal komplett von innen sieht. Ja, jetzt hat man hier mal einen Eindruck, also die Tür ist zu. Man hat die Küche aufgebaut, hat hier seine Arbeitsfläche, die Lounge. Der gedrehte Sitz, der Fahrersitz kann optional natürlich auch gedreht werden. Ist beim langen Radstand gar nicht so unsinnvoll. Und dann hat man hier wirklich gemütlich Platz, mit einigen Leuten regnerische Tage auch ganz gut zu verbringen. Hier nochmal einen kleinen Blick. Jetzt mit zusammengebauter Küche von der anderen Seite. Auch zwei Schiebefenster haben wir hier. Durch eins filme ich gerade hier rein. Ja, da kriegt man nochmal einen guten Blick. So einen kleinen Rundumblick, auch mit hochgeklappten Dachbett. Da werfen wir gleich noch einen Blick rein. Und dann habt ihr einen guten Überblick über unseren Escander XL. Bis zum nächsten Mal, euer Alex. Macht's gut. Ciao. So.
ergänzend noch, ich stehe jetzt hier drin, ich bin selber knapp 2 Meter groß, also habe auch, wenn ich hier nach oben gehe, noch jede Menge Platz. Das Bett kann man ganz einfach runterschieben, da ist jetzt noch keine Matratze drauf. So wie das Komfortbett mit den Froli-Tellerfedern, ist sehr bequem. Und hier kann man es gut aushalten. Ein klein bisschen der Vorteil vom langen Radstand ist natürlich mit dem Aufstelldach, dass man hier vorne einfach die 40 cm mehr Platz gut nutzen kann. Man kann sich halt ein bisschen freier bewegen, wenn man ein bisschen größer ist, ist das auch ganz gut. Geht beim kleinen oder beim kurzen Radstand ebenso gut, aber wenn man, wie gesagt, etwas mehr Platz braucht, ist man mit dem XL, mit dem langen Radstand ganz gut bedient. Jetzt aber vielen Dank, bis demnächst, euer Alex.